Holen wir uns das letzte Brötchen teilen? Ja, gern. Möchtest du die obere oder die untere Hälfte haben? Ich nehme die obere. Oder doch, nee, die untere. Nee, doch lieber die obere. Ah, ich kann mir nicht entscheiden. Die obere ist knuspriger. Aber die unten, die ist so schön bissig, so kompakt. Oben ist allerdings die Kruste leckerer. Allerdings ist da auch mehr Acrylamid drin. Ach, ist das schwierig. Ist doch egal, jetzt entscheide ich einfach. Hörst du mal bitte auf, mich so unter Druck zu setzen? Wegen einem Brötchen? Hier geht's nicht um Brötchen, hier geht's um viel mehr. Hier geht's ums Prinzip. Das ist eine grundsätzliche Entscheidung. Wenn ich jetzt die obere Hälfte esse und du isst die untere, dann kann ich das nie, nie wieder rückgängig machen. Ich werde nie wieder die Chance haben, diese eine Brötchenhälfte zu essen, weil die nicht mehr existiert. Also lass mich doch bitte einmal in Ruhe darüber nachdenken. Oben oder unten? Oben oder unten? Ene mene miste, es rappelt in der Kiste. Ene mene mu und raus bist du. Warte, warte! Raus bist du noch lange nicht. Sag mir erst, wie alt du bist. Hast du's jetzt? Das ist eine grundsätzliche Entscheidung. Entweder bist du oben oder unten. Gut oder böse. Schwarz oder weiß. Auf welcher Seite stehst du? Steh ich? Was sagt das über mich aus, wenn ich die obere Hälfte nehme? Dass ich oberflächlich bin? Ist oben also schlecht? Nee, kann nicht sein. Denn warme Luft steigt nach oben und das ist gut. Aber unten ist die Sicht schlechter. Dieser Druck, die richtige Entscheidung zu treffen. Ich hasse das. Das macht dich wahnsinnig. Weißt du was, mich auch. Nimm einfach beide Hälften, okay? Nee, das geht nicht. Du musst auch ein Brötchen essen. Ich muss das jetzt alleine durchziehen und mit den Konsequenzen leben. Augen zu und durch. Ich nehme jetzt die obere Hälfte. Echt? Jo. Drauf geschissen, es ist jetzt, wie es ist. Ich nehme die obere Hälfte, Entscheidung gefällt. Oben ist super. Oder vielleicht doch die untere Hälfte. Ich weiß nicht, oben fühlt sich irgendwie nicht richtig an. Also willst du jetzt doch die untere, ja? Ich weiß. Ich glaube, es ist das Beste, wenn ich die Situation einmal verlasse und das Ganze von außen mit Abstand betrachte. Das Beste ist, ich schlafe noch mal drüber. Ja, ich schlafe noch mal drüber, Ben.